Ja, also mal kurz zur Erklärung. Hades Plan ist ja, Zeus Thron einzunehmen. Und das will er mit der Hilfe der Titanen machen, die Zeus weggesperrt hatte. Die Titanen sind ja die alten griechischen Götter und die Bewohner des Olymp unter Zeus sind ja die neuen griechischen Götter, quasi. Und natürlich haben die Titanen so ein bisschen Hass auf Zeus und deswegen würden die dem guten Hades allzu gerne helfen. Aber da Hades ja ganz am Anfang des Spiels, haben wir es gehört, vor dieser Prophezeiung Angst haben muss, dass Herkules ihm alles kaputt macht. Deswegen will er Herkules einfach mal so ein bisschen aus dem Spiel nehmen, indem er sagt, hier, also indem er Meg hat sterben lassen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist mehr im Film. So, ich muss die Leute hier, muss den Leuten ausweichen, das weiß ich noch. Ach, verdammt, ich wollte das Haar noch mitnehmen. Ja, er hat Meg sterben lassen und weil Zeus sich so ein bisschen in die verguckt, Quatsch, Zeus, ich meine natürlich Herkules, weil Herkules sich so ein bisschen in die verguckt hat, kann er das natürlich nicht so einfach stehen lassen und deswegen will er sie retten, indem er auf seine Kraft verzichtet für einen Tag lang und natürlich lässt Hades genau da die Titanen frei. Wie sollte man das auch sonst machen? Natürlich so. So. Und Herkules hat jetzt also keine Kraft, wir haben keine Kräfte, deswegen tun uns die Menschen auch weh, wenn sie uns treffen. Und trotzdem will Herkules jetzt auf den Zyklopen zurennen und irgendwie schauen, wie er den dann platt machen kann. Das weiß er noch nicht so genau, aber passt schon. So, diese Rennlevel mag ich übrigens überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber die sind so gar nicht mein Ding. Von denen gibt es insgesamt 3 Stück in diesem Spiel. Genauso wie es 3 Bosskampflevels in diesem Spiel gibt. So, und jetzt laufen wir mal ein Stück schneller hier. Huch, da fällt was zusammen. Weg da. So, wir nehmen jetzt mal hier unsere Rennsocken und sprengen den Felsen weg. Halt. Ach nee, brauchen wir eh nicht. So. Das ist ein bisschen doof mit dem Ausweichen hier immer. Also ich weiß nicht, wie man hier 100% schaffen soll mit den Münzen und so. Au, du blöde kleine Schnepfe. Also eigentlich wollte ich das Let's Play ein bisschen humoristischer gestalten, aber letztendlich wird es ja jetzt doch einfach nur ein stinknormales Let's Play, wie ich gerade so merke. Aber na gut. Aua, jetzt wird man schon von Ziegen attackiert hier. So, Hermie, speicherst du? Dankeschön. So, was haben wir da Schönes? Eine Herkulade und dann ab auf den Treppengang hier. Da sollten wir eigentlich ziemlich sicher sein, denn die Leute machen alle unten lang. Der Titan ist aber auch lustig, oder? Autsch, naja gut, hat uns ja nicht wehgetan. Wir sind ja noch geschützt. Der Titan, den finde ich irgendwie putzig hier mit seinem Elefantismus. Ach, ein Zyklop ist es ja, stimmt ja. Ich verstehe bloß gerade nicht, warum ein Zyklop mit bei den Titanen eingesperrt ist, denn die Titanen, die sind doch schon eine Hausnummer heftiger als Zyklopen. Zyklopen sind ja eigentlich, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, von der griechischen Mythologie her, einfach nur die Kinder von Poseidon, glaube ich. Ich glaube, in der Odyssee wird das mal mit erklärt. Deswegen ist Poseidon dann ziemlich angepisst auf den guten Odysseus, weil der die Kinder von ihm geärgert hat oder ein Kind von. Uah! Das war gemein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, deswegen ist Poseidon so ein bisschen angepisst auf Odysseus und macht ihm das Leben schwer in der Odyssee, weil Odysseus ja eins seiner Kinder geblendet hat. Hat er ihn geblendet? Ja, ich glaube, ne? Oder zumindest geärgert, ich weiß es nicht mehr so genau. Wahrscheinlich ist der Zyklop dann zum Papa hingegangen und hat gesagt, du, der hat mich geärgert. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen hier. War das hier schon? Wir halten uns mal einfach links. Nein, hier war es noch nicht, denn hier sind ja noch kleine Mädels unterwegs. Die werden wohl kaum in die Abgründe gejagt werden. Autsch! Das ist gar nicht mal so einfach hier.
ordentlich durchzukommen. Ach Mensch. Lasst mich doch mal an. Die verfolgen mich aber auch, habe ich das Gefühl. So. Mensch, musst du denn jetzt abbiegen? So, jetzt aber. Genau. Hüpf. Wunderbar. Drüber gekommen. Haha. So, und jetzt mach ich aber mal ein Safe State. Natürlich genau vor der Kollision mit dem Dingens da. Willst du mich rollen? Du kommst da nicht vorbei, Links? Kann doch nicht der Ernst sein. Jetzt bin ich fast tot wegen dem Rotz. So, ein bisschen Leben her. Aua, Mensch. Ja, gibt's denn das? So. Gures. Lassen wir ihn mal ein bisschen randalieren dort. So, die Münzen sind mir jetzt scheißegal. Ich mach mal hier lang. Denn hier gibt's Leben und das haben wir dringend nötig. Aua! Was machst du denn hier? Oh. Schlecht, 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 schlecht. Könntest. Ach! Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Weil dieser eine blöde Fatzke mir da im Weg rumläuft, habe ich es nicht mehr geschafft, rechts vorbeizukommen. Warum leckt das jetzt gerade so? Ja. Ja. Ihr dürft dann wieder an Fahrt aufnehmen. So, wir setzen uns mal bis zu Hermes in Bewegung. Ich würde es jetzt auch... Ja, sehr gut. Ich würde es jetzt auch in Kauf nehmen, wenn ich mal sterbe, weil ich habe ja ein paar Leben. Und dann hätten wir zumindest mal wieder volles Leben. So, und da haben wir es auch schon. Genau. So, jetzt noch fix vor der Kutsche hier lang. Hier hüpfen wir mal drüber. Aua. So, wunderbar. Das haben wir gut gemeistert. So, und jetzt einfach mal hier. Ach, verdammt. Jetzt habe ich mich aber auch grandios angestellt mal wieder. So. Ah. Unfair. Unfair. So haben wir die. Und weiter in die Kurve. Jetzt nehmen wir aber das Ding hier mit. So. Bam. Bam. Ach shit, jetzt kriegen wir die Herkulade da drüben nicht. So, hier haben wir schon ein E. Ich nehme mal an, das wird das hintere E sein. Ja, genau. So, dann hüpfen wir hier mal zur Seite. Und hier auch. Das heißt, wir haben es fast geschafft, Leute. Ich bin fast durch dieses blöde Scheißlevel durch. Aber eigentlich will ich ja gar nicht durch sein, denn ich weiß schon, was danach kommt. Danach kommt mein absolutes Hasslevel in diesem Spiel. Wow! So, speichern mal kurz. Autsch! So, hüpf. Aua! Könntest du mal aufhören, mit Steinen zu werfen, Kollege? So. Wir bleiben mal hier rechts. Nehmen noch die Akkulade mit. So, und das ist es schon. Hier oben haben wir das Ziel erreicht. Trink was, Kollege. Du wirst es brauchen. So. Dann warten wir mal kurz die Auswertung ab. Auswertung, Auswertung. Bitte schneller, bitte schneller. Ich weiß nicht, warum das so übelst leckt. Ich verstehe es nicht. Ich habe im Hintergrund eigentlich nichts mehr laufen. Und ich dachte mir eigentlich, das möchte er schon schaffen hier von der Leistung her. Ja, drücken wir weg. Schnell die Münzen durchlaufen lassen. Schnell? Vielleicht? 48, ja super. Heldenstufe Anfänger, halt die Klappe, Phil. Ja, Hauptsache wir sind durch. Was ist auf einmal los? Das Schwur ist gebrochen. Er hat versprochen,
dass mir nichts passiert. Noch kannst du Hades aufhalten. Es wird alles wieder gut. Ich verspreche es dir. Ab auf Pegasus und hin zu den Titanen!